Wenn ich heimkomme, freue ich mich immer total auf meine Maus. Raus aus den Schuhen und endlich rein in die bequeme Jogginghose. Familie, Beruf und Blog unter einen Hut zu kriegen, das ist manchmal gar nicht so leicht. Aber wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ganz nach dem Motto, sei Pippi, nicht Annika. Mein Mann, unsere kleine Tochter und ich leben übrigens in einem Drei-Generationen-Haus mit Hippie-Omi Barbara und unseren zwei süßen Mischlingsmöpsen. Bei uns wird es ganz oft laut und schmutzig und klar ist das Zusammenleben kein Zuckerschlecken. Wir sind halt einfach ein bisschen verrückt und chaotisch. Und während wir auf unseren Lottogewinn warten, vertreiben wir uns die Zeit mit dem, was man Leben nennt und genießen unsere gemeinsamen Momente in vollen Zügen. Denn unser Alltag ist ihre Kindheit. Und die soll natürlich so schön und unbeschwert wie möglich sein. Schatz, klingt das doof?